Ja, und nach dem fetten Abhusten, was ich schon in der letzten Folge leider dann zum Ende hin öfters getan habe, ja, geht es nun weiter wie immer mit Pokémon-Legenden Arceus. Wir geben jetzt eine Quest noch ab und schauen, dass wir auch vielleicht das eine oder andere nebenher noch erledigt bekommen, damit wir im Mitgliedsrang aufsteigen. Also jetzt so ein paar Nebenquesten sind ja jetzt erstmal nicht verkehrt, ein bisschen den Questlog frei zu machen. Aber natürlich ist es auch wichtig, dass wir in der Hauptmission vorankommen. Aber dafür müssen wir uns halt viel um die Nebenmission auch kümmern. So. Das Knirscherzeug abgeben. Oh, hallo Bexor, du konntest den König der Insel besänftigen. Wie? Beeindruckend. Doch lass mich raten, du bist sicher hier, weil dieser Bengel Taisu dich wieder geschickt hat. Ja. Ich sehe schon. Du fragst dich, warum ich mich zur Schule stelle. Vielleicht erzähle ich es dir ja, wenn du mir drei Brocken Knirschermineral bringst. Das ging ja schnell. Mit deinem Geschick wärst du auch im Produktionstrupp gut aufgehoben. Nun denn, würdest du mir drei Brocken Knirschermineral abgeben? Hier, bitte. Du überreichst drei Brocken Knirschermineral. Knirschermineral ist auf den Kraterberghochland einfach nicht wegzudenken. Ich glaube ja nicht, dass es sich dabei bloß um gewöhnliche Felsen handelt. Dieses durchsichtige Mineral eignet sich nämlich hervorragend als Material zur Herstellung von Pokémon-Ködern. Oh, Pokémon-Köder, die 10 Millionste. Zuerst zertrümmert man es mit einem Hammer, um es dann mit einem Mörser fein zu zermahlen. Mischt man das dadurch gewonnene Pulver mit anderen Mineralien, entsteht ein Köder, an dem Pokémon liebend gerne knabbern. Also gut, ich werde Taisu neue Waren zur Verfügung stellen, aber nur weil du es bist. Ach ja, du wolltest doch wissen, warum ich auf Taisu nicht allzu gut zu sprechen bin. Der Bengel hat mir einen wertvollen Schatz gestohlen, das werde ich ihm niemals verzeihen. Okay. Dann habe ich jetzt, ich habe es nicht schnell genug gelesen, aber ich glaube, ich habe jetzt die Mission, ihn da oben nochmal anzusprechen. Wahrscheinlich muss ich ihn konfrontieren damit. Dann sagt er, was für ein Schatz, dann muss ich wieder zurück. Dann ist der Schatz eigentlich nur gewesen, dass eine Kleinigkeit, die er von Anfang an hatte, sowas wie Dagobert Duck seinen Kreuzer oder sowas, keine Ahnung. Also die Hirngespinste, aber wir werden bestimmt noch hin und wieder agieren und gegen einen wahrscheinlich kämpfen müssen. Dank dir ist endlich neue Ware eingetroffen, aber du siehst bedrückt aus, was ist los? Tahua hat gesagt. So ist das also, sein wertvoller Schatz. Das hat er natürlich geschickt ausgedrückt. Die Sache ist nicht ganz so einfach, aber darüber brauchst du dir keine Gedanken machen. Früher oder später wirst du sicher die ganze Geschichte erfahren. Wie auch immer. Das hier ist alles gute Ware. Kauf doch etwas, bevor du gehst. So, der Gemischtwarenladen bietet mehr Waren an. Ja? Hallo? Suchst du etwas? Möglicherweise habe ich es im Angebot. Wenn du dir nicht kaufen kannst, was du brauchst, musst du es dir eben selber herstellen. Ja, das ist ja auch mal eine nette Aussage, ey. Gehe ich demnächst auch zum Saturn rein, sage, ich hätte gerne eine PS5 und die sagen, ja, sorry, die muss hier selber bauen, also die habe ich nicht im Angebot. So. Wir könnten eigentlich, unsere Tränke haben wir noch 31 Stück auf der Tasche. Hyperheiler, Top-Trank, Hypertrank. Ach, da brauchen wir erstmal nichts. So. Genau, Nebenmissionen. Y und dann R. Und zwar, genau, das können wir gerade nicht machen. Das ist ein sehr großer Aufwand. Rosalias schöne Blüten. Gucken wir doch mal, wo wir da nochmal hin müssen. Einmal rauszoomen. Da einmal reinzoomen. Neue Nebenmission und
Rosalias schöne Blüte. Zeige Dorfbewohnerin Vera vollständigen Pokédex-Eintrag von Rosalia. So, da müssen wir aber gerade mal gucken. Pokédex nach unten öffnen. Rosalia. Wo haben wir die gute denn? Rosarade. Rosalia. So, wir haben Forschungslevel 6, wir müssen aber mindestens 10 haben. So, wir müssen noch Einsatz von Giftpuder gesehen. Registrierte Formen haben wir erst eine. Bei Tageslicht gefangen und Exemplare besiegt. Exemplare, die sich entwickelt haben. Ja, das ist natürlich etwas schwierig. Mit Attacke vom Typ Psycho besiegt. Okay, wir können jetzt erstmal hingehen, gucken, wo Rosalia ist. Rotes Sumpfland, Großmoor und Wolkenmeerkamm. Da würde ich auf jeden Fall erstmal hingehen. Und wenn wir mit ihm kämpfen, unser Panthemos nach vorne tun. Du verlässt das Dorf, gib gut auf dich acht. So. Wir wollen erstmal zur Sumpflandbasis. Ja, verlassen möchte es trotzdem. So. Wohin möchtest du? Sumpflandbasis. Vielleicht reicht es ja doch schon. Glaube ich zwar nicht. Aber versuchen kann man es ja. So. Okay, es reicht natürlich nicht. Jetzt müssen wir gerade mal gucken. Ich würde... Ne, ich glaube im Pokédex müssen wir das Ganze sogar bei Nacht fangen. Exemplare... Ne, bei Tageslicht gefangen. Gut, wir fangen nebenher erstmal viele. Können ja danach alle freilassen. Gott sei Dank. Ist halt aber ein bisschen aufwendiger, das Freilassen, weil das geht leider nur einzeln. Es sei denn, sie haben es ein Stück weit auch geändert. Oh, das regnet. So, jetzt gucken wir trotzdem nochmal in den Pokédex rein, wo genau das sich befindet. Im Großmoor Wolkenmeerkamm. Machen wir das Kärtchen auf. Großmeer. Großmalmoor. War das doch, ne? Oder ein Wolkenmeerkamm hier oben. Dann würde ich sagen, dahin fliege ich mal. Und dann straight nach unten. Hoffe ich dich in die falsche Richtung. Mache ich noch hier, ne? Ach Quatsch. Ja, hier so. Da haben wir auch schon das erste. Und das hat uns nicht gesehen. Okay, dann Level 2 with a fight. Ah, Mist. Eine Hypnose. Oh nein, was ist das? Ich weiß schon, direkt der Superball. Ja, war ja klar. Da ist noch ein. Jawohl, Exemplar bei Tag gefallen. Aber gleich auch noch. Einmal
schnappen, aber ich glaube, dafür hole ich trotzdem von Nupto nach vorne. Weil Level 50 ist schon. Vielleicht können wir sogar fangen. Okay, nicht sehr effektiv, das ist schon mal gut. Wir hauen nochmal mit der Phantombarade drauf. Ah, und jetzt besiegt es sich selbst. Ah, okay. Ja, das ist das Problem bei der Verteidigung. Aber wir haben jetzt wieder ein paar Level-Aufstiege bekommen. Da hinten die Vitalknospe will ich mitnehmen. Und von denen will ich eigentlich gar nichts. Ich hasse das, wenn die so random einfach angreifen. Ne? Aber sie fühlen sich halt betroffen. Ne? So, dann. Ich habe jetzt 3 Exemplare erstmal gefangen. Jetzt werde ich 2 besiegen. Mit Psycho-Attacke. Typ Psycho besiegt. Wie schaut der Pokédex-Eintrag aus? Nicht berichtete Aufgaben 4. Das heißt, wir kommen schon eigentlich auf die 6. Beziehungsweise von den 6 auf die 10. Pantimos ist aber nicht mehr. Er ist nicht mehr paralysiert. So. Darf ich darüber erstatten? Ja. Bitte. Scheint in der Forschung ja recht gut voranzukommen. Lass mich mal sehen. Faszinierend. Ich werde dein Pokédex mit diesen Informationen aktualisieren. So. Vervollständigt, vervollständigt. Was möchtest du jetzt machen? Forschung fortsetzen. Weil ihr nämlich jetzt den Eintrag zeigen. Oh, du hast Rosalia etwas schon vollständig erforscht. Darf ich diesen Eintrag lesen? Wie bitte? Das zarte, anmutige Rosalia soll in Wahrheit giftig sein? Unfassbar. Danke dir, ich habe viel über Rosalia gelernt. Ich bin zwar immer noch etwas schockiert, aber immerhin wurde mein Wissensdurst gestillt. Lang kein Versprecher mehr gehabt. Hier hast du eine Belohnung für deine Mühe. Eisköder und EP-Bonbon, ess zweimal. Und weg ist sie. So, hier unten haben wir eine neue Nebenmission, die werden wir uns dann auch nochmal anlachen. Da hinten. Hey du da, könnte ich dich um etwas bitten? Als ich die Sumpflandbasis verlassen habe, wurde ich von einem Hypoterus verfolgt. So im Überfluss war es noch ein Elite-Pokémon. Ich habe natürlich sofort die Beine in die Hand genommen, aber dummerweise habe ich auf der Flucht mein Talisman fallen gelassen. Ich will ihn unbedingt wieder haben, aber leider konnte ich ihn nicht mehr finden. Wahrscheinlich habe ich ihn in irgendeinem Sumpf verloren. Bitte bring ihn mir, wenn du ihn findest. Ja, dann würde ich sagen, dies machen wir natürlich in der nächsten Folge. Hätte ich nur den Wegweiser direkt gemacht, weil wenn wir schon mal hier sind, können wir da auch direkt mal nachgucken. Jetzt habe ich natürlich vergessen, wie die... wie diese Quest hieß. Keine Angst mehr vor Geistern. Einmal gießen bitte wirklich auf Glibunkelgift.
Vermisstensuche in Sumpfland. Jüngere Schwester. Verlorener Talisman. Da haben wir den Wegweiser. Okay. Er führt mich nur zu ihm. Bevor mich das Elite-Pokémon ein Hippoteros verfolgt hat, hatte ich einen Talisman noch. Ich muss. Jetzt muss ich dieses fette Hippoteros dann suchen. Ja. Wie gesagt, wir gucken mal in der nächsten Folge, was wir noch so alles erledigen. Ich meine, ich müsste noch eine etwas andere Strategie verfolgen, um das Ganze ein bisschen zu pushen, indem ich einfach die Pokédex-Einträge voll mache, und in der Forschung aufsteige. Werde ich vielleicht von Gebiet zu Gebiet noch machen. Wir werden mal gucken. Auf jeden Fall wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag und bis zur nächsten Folge. Bis dann. Ciao.